seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Und bei diesem Orakel stelle ich immer die drei Fragen. Was denkt er? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Seinen Gedanken sehen wir hier in der Mitte, die Last. Etwas belastet ihn. Entweder hat er negativen Gedanken und schlaflose Nächte, oder er befindet sich in einer Lebenssituation, was für ihn bedrückend ist. Unglücklich im Arbeit oder hat er noch eine Beziehung und er möchte das aufgeben oder schlicht einfach fehlt das Vertrauen, hat negativen Gedanken, negativen Gefühlen. Und hier sehen wir das Teilen. Entweder muss er immer alles mitteilen und etwas abgeben, was er nicht möchte, und das ist diese Last, oder er hat Probleme, ihn beschäftigt etwas und das möchte er mit dir mitteilen, weil er möchte mit dir sprechen. Seinen Gefühlen sehen wir hier, er denkt sehr viel an die Vergangenheit nach. Und das tut ihm nicht gut, das belastet ihn, das ist diese Last, hat mit seiner Vergangenheit was zu tun. Er lernt aber das Loslassen. Wenn er das Loslassen kann, dann kommt auch eine Wiedergeburt. Dann kann die Vergangenheit abschließen, dann bleibt ihm Kraft, kommt etwas Neues und das ist wirklich wie eine Neugeburt für ihn. Er befindet sich zurzeit in dieser Transformation. Was wird er tun? Das sehen wir hier. Eine Reise. Entweder plant eine Reise mit dir oder er wohnt weiter weg und möchte dich besuchen. Das kann aber auch mental sein, energetisch oder eine seelische Verbindung, eine karmische Liebe, eine Seelenreise. Und hier dieser Traum bedeutet, entweder er träumt von dir oder hat Visionen, Vorstellungen und das ist diese Reise, was er verwirklichen möchte. Und hier sehen wir Geduld. Ihr beide braucht noch Zeit, braucht ihr noch Geduld, diese Träume zum Leben. Und jetzt schauen wir an, was zeigen noch die Karten dazu. Diese Last. Hier sehen wir die Kelchen und die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Diese Karte bedeutet die Tal der Tränen, die Vergangenheit. Und er wird das abschließen. Er geht in eine neue Richtung, weil er verabschiedet sich vom Tal der Tränen. Das sehen wir hier auch. Vergangenheit ist wichtig, loslassen. Er ist dabei, also macht schon in diese Richtung Gedanken. Er muss teilen. Hier sehen wir aber der Teufel. Und das heißt, er will nicht teilen. In seiner Umgebung ist eine falsche Person da und fordert von ihm etwas. Kann es sein, dass in Vergangenheit hat er gegeben und gegeben und gegeben. Das ist diese Last, haften an Vergangenheit. Und jetzt fühlt er, dass diese Teilen, diese etwas mitgeben, ist ungerecht. Hier erscheint der Teufel, eine falsche Person.
Hier haften an Vergangenheit, das ist diese Last, das ist der Tal der Tränen und dieser Teufel, symbolisch natürlich, eine falsche Person. Er wird aber das trennen, weil hier sehen wir ihn wie ein König und in seiner Hand dieses Schwert symbolisiert Trennung. Er trennt. Dieser Kontakt ertrennt die Vergangenheit. Hier, dieses Schwert symbolisiert die Luftelement, das ist für ihn die Befreiung, trifft klare Entscheidungen. Bei dieser Wiedergeburt achtet auf seinen eigenen Gefühlen. Weil dieser Kelch symbolisiert seinen Gefühlen und seine Intuition. Und wenn hier Gefühle erscheinen, bedeutet, er hat Gefühle für dich. Das Loslassen dieses Schwert nimmt er in Hand und trennt. Trennt die Vergangenheit, trennt bestimmten Kontakten oder wenn das berufliche Belastung ist, dann kündigt er. Und diese Reise. Hier sehen wir diese Justiz. Das kann eine rechtliche Lage sein. Und diese Reise bedeutet dann Bewegung, Veränderungen. Oder diese Karte kann Ungerechtigkeiten auch symbolisieren, entweder bei ihm oder bei dir. Aber es geht alles in neue Richtung und ihr werdet euren Träume leben. Hier diese Münze kann die Finanzen, Beruf, Berufung bedeuten. Ein bisschen Geduld, da verbessert sich etwas finanziell oder kommt beruflich ein Angebot. Was die Liebe betrifft, bedeutet diese Karte die Wertschätzung. Und dieser Traum. Er erscheint wieder als König, genauso wie hier auch, aber hier vertritt die Luftelement, hier vertritt die Erdeelement, weil er möchte diesen Traum verwirklichen. Sein Gegenwart. Hier sehen wir einen Dieb. Diese Karte symbolisiert einen Dieb. Kann es sein, dass jemand etwas gestohlen hat und das, was ihn bedrückt, oder die negativen Gedanken, negativen Gefühle oder dieser Teufel entfernt sich, weil dieser Dieb das entfernt. Und dein Gegenwart? Bei dir gibt es noch Einschränkungen, schlaflose Nächte, dich belastet auch noch etwas, vor allem du weißt nicht, wie das weitergehen soll, aber bleib im Vertrauen, er hat Gefühle für dich, er kann loslassen, trifft Entscheidungen, die Ungerechtigkeiten gehen zum Ende, hier lebt eure Träume, kommt mehr Stabilität, aber du brauchst auch noch ein bisschen Geduld. Und das war dieser allgemeine Liebesorakel. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr diese Aufnahme liked und abonniert meinen Kanal. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.